Alle Gewinner des Dr. Hans-Riegel-Fachpreises werden hier eingeladen und verbringen hier dann ein sehr interessantes, verlängertes Wochenende. Ich bin jetzt zum zweiten Mal zur Akademie und es macht wie immer super Spaß. Ich freue mich besonders, dass wir dieses Jahr 230 Teilnehmer zur Akademie bekommen haben und wir haben über 40 Vorträge, wir haben Exkursionen. Die Atmosphäre zwischen den Dozenten und den Akademieteilnehmern ist tatsächlich ziemlich locker. Sie bieten auch Hilfe an, wenn man irgendwo Fragen hat. Hervorragend, dass sofort alle in die erste Reihe gegangen sind und sich in die erste Reihe gesetzt haben. Das kennt man aus dem normalen Hörsaal tatsächlich nicht so. Ich war heute ganz begeistert. Wir hatten einen sehr regen Austausch, was dazu geführt hat, dass ich dann dadurch die Zeit etwas aus den Augen verloren habe. Aber ich glaube, das ist ja dann auch das Spannende, wenn dann auch keiner aufspringt und sagt, anderthalb Stunden sind rum, ich gehe jetzt zum nächsten Vortrag. Ich bin jetzt, glaube ich, keine Nacht vor 3 Uhr ins Bett gegangen, weil man sich einfach so stark verquatscht und viele neue Leute kennenlernt. Ich selber studiere noch nicht. Da kriegt man noch mal ganz viele Ideen auf, was man noch studieren kann und was die so in ihren Bachelorarbeiten oder sowas schreiben. Und also wirklich einfach ganz viel Input. Mein bisheriges Highlight war wie letztes Mal auch der Science Slam. Da treten verschiedene Teilnehmer der Alumni-Gruppe auf. Ja, das ist halt einfach eine Bombenstimmung dann in dem Raum. Ein Zauberer kreiert eine Wirklichkeit, zerstört sie und im nächsten Moment erschafft er eine neue. Teilchen mit viel Energie sind in etwa so drauf, wie ich, wenn mein Bus in einer Minute geht und ich noch meinen Schlüssel suche. Ja, ich renne dann meistens ziemlich panisch durch die Wohnung. Ich war tatsächlich ein bisschen überrascht, dass ich heute gewonnen habe. Ich war einfach hin und weg von den anderen Vorträgen. Heute war ich wirklich total angetan von der hohen Qualität von allen, die hier performt haben. Die nächste Generation ist bereit, die brennen für ein Thema, die haben sich viele Gedanken gemacht, wie bringe ich das rüber. Das gibt mir viel Hoffnung. Also es ist für mich immer wieder so ein bisschen wie nach Hause kommen als Stiftungsdinosaurier, sage ich mal. Wir haben viele dabei, die auch 2012, 2013 den Fachpreis bekommen haben. Und es ist wirklich toll, dass die dann auch noch alle dabei sind, ja, nach so langer Zeit. Und die wiederzusehen, das ist klasse. Es gibt hier viele Leute, die sich für Informatik interessieren, für Elektrotechnik, Biologen, Medizinstudenten. Es gibt, glaube ich, auch ein paar Leute, die studieren ganz andere Sachen. Man schneidet da natürlich auch immer mal so gesellschaftswissenschaftliche, ethische Themen an. Das ist halt sehr cool eigentlich. Für mich als Wissenschaftlerin ist Interdisziplinarität absolut wichtig. Ich finde einfach das Bewusstsein dafür, dass es noch ganz viel anderes neben einem herum gibt, tut allen Menschen gut, egal in welchem Bereich sie arbeiten. Studierende oder auch Schüler wollen natürlich wissen, wie lerne ich besonders effektiv. Und ständig müssen wir es verändern, das heißt ja, ständig müssen wir neue Dinge lernen. Man muss also genau wissen, welches die Möglichkeiten und die Grenzen unseres Lernens sind. Ich bin dieses Jahr auch mit einem eigenen Vortrag dabei gewesen. In diesem Vortrag wollte ich halt meine Begeisterung für mein fachliches Themengebiet vermitteln. Und es war klasse, dass ich hier ganz viele gefunden habe, die sich auch dafür interessieren. Voneinander, miteinander zu lernen, das ist ja auch ein Anspruch der Dr. Hans-Riegel-Stiftung. Und in dem Rahmen sehen wir eben auch diese Akademieveranstaltung als einen durchaus Höhepunkt unserer Bemühungen alle 2 Jahre. Der Abschlussabend gestern war klasse, also unübertreffbar. Ich hätte selber nicht erwartet, ich war vor 2 Jahren dabei und es war einfach noch mal so eine Steigerung dabei, also es war unglaublich. Jetzt bin ich schon zum dritten Mal bei der Hans-Riegel-Akademie und ja, ist immer auch ein großes Wiedersehen natürlich. Wir haben ganz viele neue Sachen jetzt entdeckt.
super spannende Möglichkeit einfach.